Hallo! Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ach ja, warum nicht? Okay, das ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Aha. Stell dich auf die Plattform und schiele genau. Das 15 Schuss muss alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig. Los, noch viel Glück. Alles klar. Wir beschießen ein bisschen Rubine hier. Und zack, oh Gott. Zack, der erste erwischt. Komm schon. Zack, der zweite, der nächste erwischt. Komm her. Ja. Und. Boah. Ich bin so gut. Und. Der fliegt ja und doch erwischt. Und. Und zwar auf einmal. Zack, zack. Boah, hammerhart. Huch. Zack, zack. Ja doch. Zack. Nein. Fuck. Fast. Nun gut. Du darfst es noch einmal versuchen. Umsonst. Dieser musst du es schaffen. Ja, und schon ist ein Schuss weg. Toll. Also der erste kommt hier von hier raus. Zack, der ist einfach. Okay. Oh Gott. Schick. Oh Gott. Oh, was ist denn da passiert? Lululululu. Was? Du brauchst offenbar noch etwas Training. Übe fleißig und komme wieder. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur... Nein, ich will kein Spielchen wagen. Habe ich schon versucht. Leute, das geht doch nicht klar. Nee, das... Nee. Tschüssikowski. Ja, es hat so gut angefangen. Aber dann hat es stark nachgelassen. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, und hier geht's sozusagen in die... ja, wie soll man das beschreiben? Die Wohnviertel sozusagen, wo die Leute ihre Pausen haben. Komisch. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Das ist allerdings sehr komisch, dass sich Türen nicht öffnen lassen. Hi, das ist wieder der bärtige Mann, der doch im Maskenladen steht. Mysteriös. So. Hallo. So, ist hier. Aua. Huch, die Tür ist offen. Wie unerwartet. Und kein Mensch zu Hause. Und in dem Haus ist auch überhaupt... ja, nichts. Gut, dann lassen wir das eben sein. Das nehmen wir auch noch mit. Komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Oder mag das nur liegen? Ich weiß auch nicht. Das ist mir ein völliges Rätsel, wie die Menschen auf die absurde Idee kommen, ihre Türen zu verschließen. Das ist einfach nur... ja, absurd einfach nur, ne? Ja gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal Richtung Schloss. Wir haben uns genug hier ausgetobt. Jo, und schauen wir mal, so was so abgeht. Das Schloss, tatatatam, Schloss Hyrule, lalalala. Ach toll. Wo kommt das denn her? Ja, und wen haben wir denn da? Ja. Die Prinzessin findet sich im Schloss. Huhuhu, doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Huhuhu. Wisse ich hier auf diesen Grund, nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Uhuhu. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Uhuhu. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein, musst du nicht. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ich besitze sie nicht nur, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, jetzt ist es draußen. Ach, die Eule, ey. Also einerseits ist es so eine Hassliebe, weißt du. Man mag sie, weil sie eine coole Musik hat, aber irgendwie auch nicht. Und überhaupt. Und tadela. So. Lassen Sie mich passieren, Sir. Also du sagst, du willst Prinzessin Zelda sehen. Wie? Ist bestimmt im Ort von ihr gehört. Und willst sie jetzt unbedingt kennenlernen. Nun. Geh heim, verschwinde! Eine mit dir wird die Prinzessin niemals Audienz gewähren. Ja, wie?
Ja, du kommst nicht rein, Alter. Nein, sowas Unerhörtes, nein. Ja. Dann nehmen wir doch mal die Ranken hier und versuchen unser Glück mit Hilfe der Ranken über diese elegant gebaute Mauer, die in die Landschaft eingebettet wurde, reinzukommen sozusagen in das Schloss, wo wie auch immer. Aber ich glaube, wir müssen uns so oder so einmal erwischen lassen. Deswegen mache ich das auch einmal ganz geschwind. Hallo, ich bin hier. Hey Kleiner, halt, stehen bleiben im Namen des Königs. Okay, okay, ich gehe. Ich gehe ja, Mann. Huch. Ja, genau. Denn mit dem ersten Auswurf haben wir... Was haben wir erreicht? Dass Marlon, hier die süße Kleine von vorhin, jetzt hier steht. Und ja, ihr Daddy, ne, der ist Milchlieferant und der ist halt nicht da und deswegen macht sie sich Sorgen und deswegen sprechen wir jetzt mit ihr. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Wenn du ihn suchst, nimm das hier an dich. An dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Oh! Ein seltsames Ei! Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert? Bla 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 bla, kannst du auf bla oder bla oder bla bla zieren. Bla bla bla, benutzt es mit C. Ja. Okay. Und sie singt die ganze Nacht ihr Liedchen, weil sie so einsam ist. Ja, das ist traurig. Echt traurig. Ich weine gleich. Nein, tue ich nicht. So. Wie war denn der Weg? Hier können wir nicht durch und müssen hier so ganz cool. Ja, die Wachen, die haben ein bisschen beschränkten Aufmerksamkeitsradius sozusagen, nenne ich es einmal. Sichtfeld, whatever. Auf jeden Fall sind die ein bisschen blind und ein bisschen taub. Die hören nichts, sie sehen nichts, sie haben vielleicht so ein. Ach, ja, auf jeden Fall sehr beschränkt alles bei denen und ja. Jedes Kind, so wie man sieht, kann ja einbrechen, wenn es will. Muss er sich anstellen, ja, und dann geht das alles. Genau. Da hier die Aufwachen stehen, nehmen wir hier den Wassergraben. Als Schutz sozusagen, um zu tarnen, wenn ich auffallen. Ist auch gar nicht laut oder so, wenn dann irgendjemand schwimmt oder sowas, fällt auch gar nicht auf oder so. Nee, aber wir sind cool und können das. Deswegen machen wir raus. Hier müssen wir raus, weil drüben, weiß ich aus Erfahrung, da geht es leider... Nicht raus, weil da ein Eisengitter ist und man, ja, ne. Und wer ist denn das? Ho, 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 ho. Hallo. Abliefen, schlafen, muss mich beeilen, ja. Ah ja. Oh, Mikaschen, das wäre jetzt echt supi. Aber nein. Er schläft weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und, wow, du hast ein Ei. Was, du hast ein Ei? Du hast ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Coolio. Genau, hier das Ei, das wir von Marlon gerade eben bekommen haben, ist geschlüpft, ne? Ist ja logisch. Setzen wir gleich rein. Ja, wir speichern ab. Weiß ja nie, was passiert, was kommt. Und halten ihn den Gockel vor die Fresse. So, wach auf. Was zum Teufel? Oh, kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Fuck. Hallo, wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der legendären Lon-Lon-Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte... Muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir? Ui, da bekomme ich wieder gehörig Ärger.
Ich hatte dir doch versprochen. Oh weia. Das läuft nicht gut. Huch, Texturen. WTF-Texturen. Was bist du für einer? Texturen, hallo. Gut, er ist davon gezischt. Und ja, wir haben jetzt ein kleines Schieberätsel zu bewältigen. Und zwar diese Kisten Milch stehen hier rum. Und wir müssen sie so hinschieben, dass wir in diese unauffällige Lücke hier reinkommen können. Und natürlich können wir Kisten voller Milch, ja, ich wollte schon Milch voller Kisten sagen, aber das habe ich gerade doch abgewendet, Kisten voller Milch rumschieben. Ja, wir sind ein kleiner Junge und schaffen das alles. Es ist kein Ding für uns. Wir sind Link. Hallo, Link kann das alles hier. Das ist der Pillepalle hier, ey. So. Einmal. Und die zweite Kiste schieben wir einfach drauf. Das müsste dann genügen, um hindurchzukommen. Wir müssen uns damit nur beeilen. Weil ich glaube, dann diesen Schleichweg, den wir dann gehen, praktisch, der funktioniert nur tagsüber, wenn mich nicht alles täuscht. Weil nachts die Bewachung viel härter ist sozusagen und die erwischen einen sofort, also die, da bist du gleich dran, ne? Das ist keine Chance. So, da haben wir das gehört, das uns darauf hinweist, hey, du hast ein Rätsel gelöst. Supi. Dann springen wir hier rein und kriechen rein. So. Und was geht hier so? Der Burghof. So, hier müssen wir praktisch, dürfen uns wieder nicht erwischen lassen von dem Wachen. Wir müssen praktisch die Hecken zum Vorteil machen und vielleicht ein bisschen so die Wege von den Wachen beobachten, wie das so abläuft bei denen. Ja. Auch bei denen gilt, sie haben ein sehr begrenztes Sichtfeld. Und ja. Jetzt kann ich zum Beispiel laufen und der merkt es nicht, dieser Idiot. Ich kann sogar Rollen machen und der merkt es nicht. Ich kann nur dabei schreien und der merkt es nicht. Das ist unglaublich. So, hier wird es ein bisschen griffiger. Es sind zwei, aber die machen natürlich genau das, was ich jetzt gerade will. Und ich kann einfach drum rum marschieren. Leicht zum Laufen. Hier kann ich einfach ganz toll einfach oben rum gehen. Oh Gott. Oder auch. Oh Gott. Oder auch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlau ist, was ich da mache. Oh Gott. Ganz langsam, da kann nichts passieren. Wer langsam und behutsam ist, den kann nichts passieren. So sage ich doch. So, habe ich schon drunter springen. Merkt natürlich auch nicht, das ist ja. Und da, nehmen wir auch gleich hier. Die stehen ja total günstig alle. Solche Idioten. Ich weiß noch, wo man das erstmal gespielt hat, wo man noch vielleicht. Oh Gott. Oh Gottchen. Genau, da wo man noch ein bisschen jünger war, ein bisschen unerfahrener, weniger Skill hatte, da war das schon. Echt schwierig, glaube ich. Das war damals schon. Ich habe es schwierig in Erinnerung. Tatsächlich. Also, wo ich das erste Mal gespielt habe, war das schwierig. Jetzt natürlich ist man gereift mit der Zeit und so weiter. Aber man hat es auch mehrmals durchgespielt schon. Und da war es auch nicht mehr so schwierig. Aber trotzdem. Alter, was ist denn hier los? Hier? Alles, was hier vorher an Dummheit der Wachen da war, haben die jetzt hier alle. Ja. Bitte fahren Sie fort, Sir. Vielen Dank. Bitte weitergehen. 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 Dankeschön. Huch. So. Jetzt aber hopp. Dankeschön. Huch. Wie ist das denn passiert? So, und wir haben es geschafft. Oh. Der Burghof. Ein magischer Ort. Wir sollten innehalten und diesen Moment einfach nur genießen. So, genug genossen. Lustige Sachen, wenn man hier durch die Fenster schaut, da sieht man ganz komische Bilder. So ein Mario, der fliegt, so eine Peach. Oder hier noch ein Yoshi. Oder ich weiß nicht, ob hier irgendwas war. War hier was? Hallo? Nein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier war oder nur im Remake. Ich probiere das einmal aus, wenn er gegen die Schleuder dagegen schießt. Und ey, das Bose auch noch. Kommt da ein Rubin raus? Ja, da kommt ein Rubin raus. Tatsache. Ha. Habe ich es doch gewusst.
Gut, und da drüben, was steht denn da für eine ominöse Person, eine ominöse Dame? Wir gehen aber Moment und sprechen sie an. Hey du! Huch! Huch! Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du... kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Ja klar, haben wir dabei. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum, sondern darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in der Hand hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Tihihi, wie lautet dein Name? Ich bin Link. Ich fühle etwas. Link. Seltsam. Er kommt mir so... vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst es doch nicht weiterzählen. Ja, jetzt, also bitte, ich erzähle doch nichts weiter. Dies ist die Legende. Déjà-vu? Was? Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einen Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederen Gesinnungen erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Interessant. Die Zitadelle der Zeit ist unsere Welt. Was? Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. The Ocarina of Time. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja, habe ich. Natürlich habe ich die verstanden. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort.
Möchtest du ihn dir anschauen? Ja, klar. Looky, looky. Da, da, ram, tam. Ta, ta, ram, tam, ta. Balabalabom. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Ah, die Wache da rechts. Oder die Wache da links? Bah, Spaß. Nee, natürlich deine Mitte. Bah. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste, fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubt mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaub mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule eine gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Auf jeden, machen wir. Ich bin dabei. Ich danke dir. Ich habe Angst. Große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Yeah, ein Brief! Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Cool, ein Autogramm. So, la 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 la, im Gegenstandsmenü, ja ja, wie immer. Gut, dann, wer ist das denn? Egal. So, was bist du denn hier? Ja, Domina-Style, ne? Ich bin Impa, Überlebende der Sheikah. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Nee, warte, das ist eine doofe Stimme für die Domina. Du bist ein tapferer Junge. Die Versehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Nee, das ist auch eine blöde Stimme. Was ist denn eine Stimme? Egal, mal jetzt aber wieder weiter. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. Den Nöten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. La 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 la. Okay. Also dann. Ach schön. Musik.
Was ist das hier? Meine Ocarina leuchtet. Sie funkelt. Es ist Magie. Kann nichts anderes sein außer Magie. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du... Oh Gott, warte. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Okay.